Liebe Wild- und Hundleser, ich habe die Ehre und bin total stolz, im Namen der Firma Sauer & Sohn unseren Erlkönig vorzustellen, die Sauer 404. Sauer 404, das ist eine Winkelzug-Repetierbüchse mit Handspannung. Wir haben bewährte Elemente der Sauer 202, die wir von zigtausenden von Gewehren kennen und schätzen, wie unsere Kunden das auch tun, übernommen. Wir haben eine ergonomische Handspannung an die Waffe drangebracht, die nicht nur Sie bequem im Anschlag spannen können, sondern die Sie auch leise bedienen. Ist die Waffe gespannt, ist sie selbstverständlich ein Öffnungsspanner. Das heißt, das Gewehr bleibt gespannt. Erst wenn man manuell den Spannschieber nach hinten nimmt, ist die Waffe wieder absolut sicher. Und wenn wir entspannt sagen, meinen wir entspannt. Ein vollkommen entspanntes Schlagsystem, keine teilvorgespannten Systeme, ist uns ganz wichtig. Wenn Sie die Waffe öffnen möchten, ohne sie komplett zu spannen, einfach kurz den Spannschieber 2 mm anklicken und schon ist die Waffe zum Entladen zu öffnen. Sie sehen an der Art und Weise, wie dieses Gewehr sich repliziert. Jeder, der eine Sauer 202, eine Sauer 90 kennt, der weiß, dass wir natürlich hier in Isny eine Tradition fortführen, die die Firma Sauer groß gemacht hat. Das ist ein Kammergang, den man ja, mit Fug und Recht als seinen Weich bezeichnen kann. Und das ist uns selbstverständlich bei der 404 eine Top-Voraussetzung gewesen, die wir natürlich umgesetzt haben. Was macht eine 404 so besonders? Eine 404 ist weit mehr als das, was ich dir gezeigt habe. Sie ist ein System, sie ist ein Werkzeug, das Ihr Gewehr ist und nicht unser Gewehr. Wir haben nur aus der Serie heraus versucht und ich glaube auch realisiert, Ihnen das zu geben, was Sie für sich anpassen möchten. Und da ist uns ganz, ganz wichtig der Abzug. Es ist Ihre Hand, Sie haben unterschiedliche Finger, die Handgröße ist unterschiedlich und je nachdem, wie Sie die Waffe abziehen möchten, muss der Abzug genau in der Position stehen, dass es für Sie angenehm ist. Das erzeugt Treffer. Die reine Laborpräzision dieser Waffe, die logischerweise, wie Sie es von Sauer gewohnt sind, auf absolutem Top-Level sich bewegt, bringt Ihnen nichts, wenn Sie das nicht nachvollziehen können. Mit dem Abzug, den wir hier zur Verfügung stellen, wird Ihnen das gelingen. Erste Geschichte ist Abzugsposition. Die Sportschützen unter Ihnen werden es wissen, Sie werden es schätzen. Dieser Abzug ist 8 mm in der Länge verstellbar. Sie lösen einfach eine kleine Schraube mit einem Zweier-Imbus und passen den Abzug erstmal in der Länge an. Was ist die richtige Länge? Jeder Sportschütze sagt, Faustregel, Abzugsfinger im Moment der Schussabgabe, wenn Sie anliegen, 90 Grad. Jetzt kann es aber sein, Sie haben ein bisschen längere Finger, Sie wollen ein bisschen anders greifen, Sie können den Abzug nämlich dann auch noch um 5 Grad links und rechts radial drehen. Der Abzug ist sehr breit und der Abzug offeriert Ihnen so eine Performance, die Ihnen genau ermöglicht, die Präzision wirklich auf die Scheibe und natürlich in der Jagd ins Stück zu bringen. Und darauf kommt es schließlich an. Welches Abzugsgewicht Sie dann schießen, das ist sicherlich dann eine Geschichte, die wir nicht beantworten möchten. Wir möchten Ihnen die Option geben, das so zu tun, wie Sie das für richtig halten. Wie? Da spielt dieser Riemenbügel eine Rolle, der kein Riemenbügel mehr ist, sondern der Sauer Universalschlüssel. Sie gehen in den Vorderschaft, ziehen den Vorderschaft ab und finden hier eine Einstellschraube, die auf 4 Abzuggewichte greift. 5,5 Newton, 7,5 Newton, 10 Newton und 12,5 Newton oder landläufig 550 Gramm, 750 Gramm, 1000 Gramm und 1250 Gramm. Und jetzt wird aus dieser Waffe eben Ihre Waffe. Sie entscheiden, in welcher Konfiguration Sie das Gewehr schießen möchten und das werden Sie in Treffern merken. Das werden Sie merken, dass das Gewehr Ihnen liegt, dass man eins wird mit dem Gewehr und dass man einfache Freude daran hat, damit zu jagen. Wenn wir die Waffe schon mal so zerlegt haben, können Sie sich auch vorstellen, wie leicht es ist, das Gewehr mal zu reinigen. Das heißt, da sind Sie draußen bei Sauwetter, es läuft Ihnen quasi das Wasser zum Vorderschaften aus. Vorderschaften runter, einfach durchwischen, ohne irgendwie das schießende System verändern zu müssen. Das schafft auch das Vertrauen zu wissen, dass Sie natürlich das jederzeit tun können. Dem einen oder anderen aufmerksamen Beobachter ist vielleicht die Zielfernrohrmontage aufgefallen. Es sieht ein bisschen anders aus, als das gewohnt ist. Erstens ein sehr, sehr tief montiertes und sehr elegant montiertes Zielfernrohr. Auch da haben wir uns ganz neue Gedanken gemacht mit der Sauer Universalmontage. Im Gehäuse integrierte Querriegel, Montageoptionen mit allen Ringgrößen und den gängigen und weit nachgefragten Schienen. Welches Kaliber Sie denn aus der Waffe schießen möchten? Nun, das bleibt selbstverständlich ebenfalls Ihnen überlassen. Und zwar aus einer Waffe schießen Sie 13 unterschiedliche Kaliber. Wie Sie das tun? Wieder mit unserem Sauer Universalschlüssel. Öffnen Sie die drei Schrauben. Jemand, der eine Sauer 202 kennt,
Die Sportschützen in vielen Ländern schätzen dieses System, weiß, wie präzise es ist. Diesen Hebel tun sie nach unten, öffnen die Kammer und heben den Lauf spielend leicht raus. Wenn sie das Gewehr wieder zusammensetzen, garantieren wir ihnen, dass die Waffe keinen Setzschuss hat, sondern absolut dieser Laufwechsel oder eben auch ein Zielfernrohrwechsel im Streukreis untergeht. Wohlgemerkt, nicht der Wechsel des Zielfernrohrs, Zielfernrohr absetzen, aufsetzen. Wenn Sie ein anderes Zielfernrohr verwenden, das auf das Kaliber eingeschossen ist, funktioniert selbstverständlich auch. Mit jedem Zielfernrohr natürlich nicht, dann muss man erst einmal dann tatsächlich seinen Lauf wieder zu dem Zielfernrohr justieren. Wenn Sie sich dieses System anschauen und sagen, jetzt habe ich eine 30-06 und möchte vielleicht in Afrika mit einem 375 Holland-Holland jagen, brauchen Sie natürlich einen Magnum-Verriegelungskopf. Auch hier eine einfache Lösung. Wir bauen die Gewehre für Jäger, nicht für Techniker. Das muss überall auf der Welt funktionieren, nachvollziehbar sein. Zurückziehen, rausnehmen, Verriegelungskopf draußen aus dem Gewehr. Wenn wir jetzt noch das Magazin rausnehmen, sind wir schon bei den meisten Einzelteilen. Das letzte Teil, das ich vom Gewehr abbaue, zeige ich Ihnen aber erst, wenn ich das Gewehr wieder zusammengebaut habe. Warum? Weil das waren jetzt die Sachen, die für uns wichtig waren, den Jäger, den Benutzer zum Jagderfolg zu bringen. Und ich glaube, den Jagderfolg macht die Waffe logischerweise erst dann, wenn sie im Jagdgebiet sind, beziehungsweise wenn sie mit der Beute aus dem Jagdgebiet wieder zurückkommen. Während ich Ihnen das sage, werden Sie sehen, wie leicht, nachvollziehbar und easy diese Waffe wieder zusammenzubauen ist. Das Ansinnen war, ein Waffensystem zu schaffen, ein modulares Konzept, das Ihnen ein Gewehr immer wieder an die Hand gibt, mit dem Sie sich wohlfühlen und das Selbstbewusstsein haben, auch mal einen Schuss zu meistern, wo man vorher gesagt hat, komm, lass gut sein, das ist zu weit, das passt nicht. Nämlich erst dann, wenn es wirklich schwierig wird, zeigt sich die überlegene Ausrüstung. Beim Magazin vielleicht noch ganz kurz, dem einen oder anderen ist es bekannt von der Sauer 202, Magazinsperre im Maglock. Die Magazinsperre logischerweise sorgt dafür, dass Sie das Magazin nicht verlieren können, aber Magazin raus, neues Magazin rein, repetieren, feuerbereit sein. Eine andere Magazinsperre, die hier Zeit kostet, führt im Prinzip das entnehmbare Magazin ad absurdum. Da war es uns wichtig, eine praxisgerechte Lösung vorzustellen. Jetzt wollen wir entweder ins Jagdgebiet weit hinauf, oder wir kommen mit der Beute aus dem Jagdgebiet zurück. Naja, man hat so eine gewisse Baulänge, die eventuell störend sein kann. Da kommt wieder unser SUS zum Einsatz. Ganz einfach, hier hinten reingehen und schlicht und ergreifend den Hinterschaft abschrauben. Kann man im Prinzip sich das Gewehr gemütlich auf den Fuß stellen, zieht den Hinterschaft ab und hat den Schaft einzeln da. Könnte man jetzt einfach in den Rucksack werfen. Kann man sagen, gut, die Wangen liegen offen und wo liegt er dann im Rucksack? Haben wir gesagt, wir bauen diese ganzen modularen Elemente nicht einfach, weil wir es können, sondern weil sie uns auf der Jagd weiterbringen. Gibt es ein kleines Zusatzteil, stecken Sie hier drauf, schrauben Sie wieder fest, nehmen dann sogar den Riemenbügel hier raus, stecken ihn vorne drauf und hängen zum Beispiel den Schaft an den Rucksack außen dran. Und vor uns liegt wohl eine der modularsten, sichersten und individuellsten Jagdbüchsen, die es je gegeben hat. Und die beste Sauer, darauf sind wir stolz, da freuen wir uns drauf, Sie live in Dortmund dann begrüßen zu dürfen. Finden Sie es raus, nehmen Sie das Gewehr in die Hand, wir sind auf jeden Fall da und freuen uns auf Sie. Tschüss und weiter heil. Das heißt, das war scheiße. Das war scheiße, repetiert, da fangen wir nochmal an.